Auf geht's. Wir sind wieder mittendrin. Steht hier noch einer? Professor, sind Sie verdacht? Oh, Troll. Professor Scharf hilft mit. Zu dritt, ich glaube, das ist schon viel besser. Oh je. Das Freuen hier zu sein. Wo ist der Troll? Ist er schon besiegt? Scheint so. Screen. Der nächste Troll. Oh. Achtung. Was soll ich denn? Wir haben ja unser Leben zu verdanken. Wow. Das wäre. Ich wäre Matschrampe gewesen. Zwergenlos. Aha, Wächter. Hier auch noch. Wir können nicht bleiben uns vor Reinhardt schützen.
Ah. Dazu ist der Zombie-Stab gut. Jetzt Eintrittskarte. Da sind wir. Zum Glück haben wir es vor Renrock geschafft. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam, George, ihr Freund Lodcock und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden, aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt die Hüterin der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben Sie jetzt damit? Ich will es nicht, ich will es öffnen. Uff. Wenn wir es öffnen, dann lassen wir doch. Das ist die Frage. Die Wächter haben uns gesagt, wir sollen das hier lassen, es nicht öffnen. Es nicht zerstören, sondern. Meine Überlegung ist, wenn wir das hier lassen, dann kann es sein, dass Renrock drankommt. Und sich die Macht einverleibt. Und ich will was öffnen. Also was diese Macht, was das da, was das mit uns macht und was das mit anderen, was das hier, also. Was das für Ausnahmemaße macht, kann ich trotzdem nur ahnen. Selbst nach dem, was ich schon weiß. Also ich halte es für sehr gefährlich, das zu öffnen. Weil es irgendwie ist ein typisches Dilemma. Es ist genauso gefährlich, es zu öffnen, als es hier zu lassen. Weil es ist da. Wenn man es hier lässt, dann kriegt es Renrock vielleicht, dann aber übermächtigen Renrock. Das öffnen, dann. Tja, ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde eher sagen, hier lassen, aber. Ich bin wirklich planlos. Ich weiß nicht, was hier besser ist. Bin ich gerade echt. Ich meine, wir lassen damit, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, lassen wir böse Energie frei, die wirklich das dann, wenn wir die hier bewahren, dann ist die für alle Zeit eingeschlossen und wird nicht freikommen. Aber ich habe halt Angst, dass Renrock sich dran vergreift. Wir müssen halt Renrock besiegen und die kann man hier für immer abschließen, dass das da keiner je wieder rankommt. Mächtigen Zauber wirken, dass da keine Menschenseele
und keine Gnomenseele, also keine Gnomenseele, wenn jemals rankommt. Es ist Öffnen, dann lassen wir ja die ganze. Wie ich das verstehe, ist das ein angesammelter Schmerz von vielen Leuten, dass das dann, was daraus entsteht, ein neues Monster und neuer Boss, der dann irgendwie noch neue dunkle Magie dort irgendwie durch die Lande streift. Das ist. Könnte ich nicht verantworten. Dann besieg ich lieber einen übermächtigen Ranrock, der sich die Magie einfach erlebt hat. Zerstöre somit dann wird das der Bosskampf des Todes. Der brutalste Bosskampf ever. Aber dann. Ich lasse es hier, ich kann es nicht öffnen. Ich werde das Behältnis lassen, wie es ist. Das freut mich zu hören. Ich habe nachgedacht. Was ist, Professor? Das ganze Jahr habe ich versucht, unsere Reise vor allen geheim zu halten, sogar vor Professor Weasley. Jetzt frage ich mich, ob ich Sie und auch die anderen früher hätte einweihen und Ihnen vertrauen sollen. Die Hüter wollten dieses Geheimnis für immer verwahren. Wie lange bewahren Sie es? Es sollte auf ewig bewahrt werden. Stellt hier Fragen. Es sollte auf ewig bewahrt werden. Das sollte, wie ich gerade gesagt habe, es sollte ein riesiger Schutzzauber drum. Es sollte ja. Die Wächter sollten davor stehen. Es sollte keiner mehr. Es soll nie jemand auch nur in die Nähe kommen. Es soll hier wirklich abgeschottet sein. Ich meine, wir sind ja da nur über. Und wie der überhaupt rankommen sind, war ja auch umständlich. Ein Schutz, dass selbst wir nicht mehr rankommen. Selbst jemand, der alle Prüfungen, der durch die Wächter durchkommt, und das da selbst, da kommt keiner mehr durch. Die Hüter hatten recht. Das Risiko dieser Magie ist zu hoch. Es liegt in meiner Verantwortung, sie zu beschützen. Ich verstehe. Aber sie sind nicht allein. Ich helfe ihnen, so gut ich kann. Na, ja, da kommt der besagte Kobold. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Ranrock. Er war nie deins. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Törichte, nichtig-tuerische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Bosskampf. Ich wusste auch nicht, wann man Let's go. Oh oh. Das ist so viel dazu, wie beschützen ist. Hab ich's gesagt. Absorbierst die Energie. Meine Vorhersage. So zieht Ranrock die Kobolde schreiben niemandem Rechenschaft. Das ist aber ein übermächtiger Gegner. Aber wie gesagt, lieber das als freigelassen. Unkontrollierbare Energie. Oh je. Yeah. Besiege, was mal Ranrock war. Ja, wie? Aha. Dann zurückschicken.
Blumen dahin. Aha. Oh nein. Sollte man besser ausweichen. Verstehe. Hast dich wieder geschützt. Oh nein. Viele Zaubertränke habe ich nicht. Aha. Wie soll ich zurücksteuern? Ja, war der Kidame wird wahrscheinlich bei dem nichts bringen. Oha. Müssen wir die Zauber zurückweisen. Zweite Phase. Wie machen wir ihn jetzt verletzlich? Irgendwie.
das muss doch machbar sein, dass wir den gute Schaden können. Aha. Aha. Hier. Dein. Oh nein. Na komm. Ich habe auch keine anderen Tränke mehr mit dabei. Taukohl wird es nicht mehr bringen. Oh, Kacke. Ja, diese Dinger müssen wir benutzen. Wäre ich bloß lieber aus, das einzusetzen. Kacke. Was hat das gebracht? Wahrscheinlich nichts. Oh je. Yeah. Zurückschleudern, das wär's. Muss noch viel öfters mal probieren. Ausweichen. Uha, das trifft mich immer wieder. Musik ist aber heftig laut. Wow. Ein Boss Arena.
Ich gestatte dir einen schnellen Tod. Jesus. Weg hier. Ja. Muss näher ran. Oh, Kacke. Hat nicht geklappt, oder? Nein, nicht auf ihn. Ich hätte es besser machen können. So. Oh, Kacke. Nicht mehr viel davon. Wird kritisch. Ich muss mal anfangen, die Magie zuzuwenden. Die müssen noch einen Griff zu nutzen, genau die. Sind nur leider unvorhersehbar. Die alte Magie wird mir immer weiterhelfen. Oh je. Yeah. Durchgerollt. Das war schlecht. Alte Magie. Das bräuchte ich immer wieder. Nein. Das sollte nicht mehr passieren. Na komm.
leider auch zu wenig. Hier, durch. Oh je. Yeah. Zurück damit. Was? Zurück. Auf ihn. Muss besser ausweichen lernen. Was wie? Ich habe keine Tränke mehr. Ich muss wirklich ein paar Tränke aufheben können. Ach du Scheiße. Was soll das denn sein? Oh cool. Oh nein. Nein. Fürs 2 wäre auch zu wild gewesen. Wie können wir die noch überhaupt schwächen? Ja, hilfreich. Dass ich denn den angreifen bin, der hier. Vielleicht noch irgendwo einen Trank rum. Große Güter. Ey, ich kann mich gerade nicht auf die Chatnachrichten konzentrieren. Also tut mir es halt. Ihr versteht schon. Wenn ich nicht auf Chatnachrichten antworte. Ich sehe gerade, dass man da. Ah, zurückgeschleudert. Okay, er scheint aber jetzt für immer. Siegwart sein, also. Wir werden es nicht mehr lange aushalten. Da gehen wir down. Ja, Protego habe ich, um mich zu schützen, aber das ist. Pff, ja. Puh, mal schauen, ab wann wir wieder starten können. Dritte Phase vielleicht, wenigstens. Vierer Checkpoint. Da müssen wir das Ganze von vorne machen. Ja, Fürst 2 wäre ich. Also wir spielen es auf dem leichtesten Level, aber das wäre bei Fürst 2, das wäre echt zu hart gewesen. Also den Bosskampf, diesen Bosskampf, Fürst 2, das wäre schon. Wir sind weit gekommen. Das wäre Weird Flex gewesen. Aha. Immerhin. Fantastisch. Letzte Runde. Du kannst mich aufhalten.
Und ich weiß, dass wir jetzt hier müssen nur einmal alle nachkommen. Nur Kacke. Was denn jetzt? Nein, nicht auf das. Jetzt ist er besiegbar. Ist der Rollzauber. Jetzt hätte ich zurückweisen können. Oh, Kacke. Dann mal Protego. Oh, Kacke. Na komm, das können wir doch schaffen. Das hätten wir zurückweisen können. Zurückschicken. Verzeiht mir, wenn ich jetzt bei diesem Kampf jetzt nicht die richtigen Worte finde. Oh, Kacke. Ich bräuchte wirklich mehr Tränke. Nur, dass wir die vorher ausgegeben haben. Oh, Kacke. Das war verbessert. Du willst sterben. Kann ich mal kurz? Ja, ich muss mal hier. Okay, wir brauchen hier einen roten. Okay, ich stelle mir das mal zusammen. Roten, blauen und einen gelben. Dann brauchen wir am besten hier alles auf einer Reihe. Das wird nichts viel, nicht viel bringen. Aber da ja, aber könnte ich noch hier drauf gebrauchen. Das sind die Zauber, die ich spammen muss, um ihn anzugreifen. Das sind die Zauber, die wir brauchen, um ihn zu zerstören. Nein.
unten dahin. Verdammt, und jetzt schon. Ach so, gut. Verdammt, es kam zu spät. Und schön. Okay, wenn wir das ein bisschen besser abtappen, kriegen wir das hin. Mit denen sprechen ist das, ja, wir haben ihn deutlich besser gekriegt. Okay, die Taktik ist, sich erstmal auf die Sprüche, um die... Zauber zu durchbrechen und zu konzentrieren. Und jetzt hochscrollen. Na, wo ist das? Ist natürlich nicht gespeichert worden. Wir müssen noch irgendwo einer rumliegen. Ein Trank. Mindestens einer. Geh mal auf Suche. Hier ist noch einer. Ach, den haben wir noch gar nicht. Fantastisch. Das war ein bisschen dumm. Oh, Kacke. Das sollte nun wirklich nicht passieren. Wir haben eine Kombi aus allen dreien, die sollte Punkte geben. Ach, ich bin echt ich wäre zu unkonzentriert, Leute. Meine Konzentration lässt nach. Hui!
Oh, Kacke. So, hier. So eine Kombi, die zieht schon einiges ab. Ja. Ich bin zu viel Spiele gewohnt, bei denen Bosskämpfe anders funktionieren. Ich roll zu viel rum. Ich bin dadurch verliere ich die meiste Zeit. Ich muss, glaube ich, einfach die meiste Zeit gar nicht rollen. Also dieses Schwertkampf, Bosskampf, bin ich so da aus Pumpkin Jack zuletzt, dass da bei Magier dann rumrollen, und das ist ja eigentlich, ich glaube, du musst nur rollen, um auszuweichen. Den Rest kannst du eigentlich auch. Die Verteidigungsattacke einsetzen. Und kurz, Legacy Harry Potter ist nicht so, ist nicht das, ist ein anderes Ding, das darf doch nicht sein. Aber ich kann mich hier mal konzentrieren. Ja, hier zum Beispiel, da musst du unbedingt weglaufen. Protego, Mann, ein bisschen öfter sein ist. Und hier muss man rein. Ja, jetzt angezeigt wird. Uha. Geh mal hier nach Lenken suchen. Ich kann gerade den Nachricht nicht lesen, sorry. Wenn ich das nächste Mal tot bin. Geh mal Tränke sammeln. Man kann den Zauber noch aus dem Zauber noch ausweichen. Aber ja. Hier ist noch einer. Die kann man eigentlich relativ entspannt und gechillt machen. Ich glaube, hier ist keiner mehr. So, hier werde ich jetzt mal vom Bade. Aber der Kidara. Haben wir ihn eigentlich schon? Nein, haben wir nicht. Jetzt ausweichen. Und zurück. Okay. Okay, aber der Kidara haut schon ordentlich rein, aber... Oh, Kacke.
renn noch extra rein in. Das dann jetzt nicht funktioniert. Okay. Aus welchen sind man dann noch? Doch noch. Ja. Bisschen gut. Nein. Tragisch. Vermeidbar. Das könnte man vielleicht hinkriegen, nur nicht immer so schlecht ausweichen. Oh, Kacke. Nö, das wird doch nichts. Oh, Kacke. Zauber im richtigen Moment können effektiver sein als das viele Grenner. Oder? Ja, definitiv. Man muss auch ausweichen, man muss halt wirklich. Das war schon, wir waren schon. Das darf doch nicht sein! Du wirst sterben! Du denkst, du kannst mich aufhalten! Oh nein. Da sollte man durchrollen. Eins noch. Das ist aber rund, wa? Bombarda. Ah, war der Kidama. Vielleicht können wir auch mal Crucio versuchen. Bezweifle, dass das was bringt, aber erstmal Tränke sammeln gehen. Vier Tanker. Damit sind wir relativ gut. Das ist eigentlich relativ gut. Das zieht ihm ein bisschen Schaden ab noch während ich kämpfe. Thank you.
Oh, oh. Oh ja, wenn ich zurückweisen kann. Verdammt. Oh nein. Zurück. Zurück. Nein, verdammt. Verdammt. Nein. Daher kommen oder bringt schon 4 Punkte. Oh nein. Das ist nur mit der alten Magie. Oh, sehr gut. Wir haben den gleich. Nicht nachlässig werden. War's das schon? Das heißt schon, aber... Oh nein. Noch eine Runde. Oh Gott. Dafür bin ich gar nicht ausgerüstet. Kacke. Als ob das jetzt schief gehen kann. Wie fies ist das denn? Wir hatten den schon. Oh nein. Bitte nein. Kann auch nicht wahr sein. Unfair. Wir waren schon fertig. Cheating. Wie viel bist du noch? Meine Ohren klingen. Stolz von Hogwarts. Doch wär's mal ein Schluck bis zum Cola.
machen wir? Warum mache ich das? Wir versuchen die Energie wieder einzugrenzen. Wow. Professor. Miriam. Oh nein. Professor Fig. Miriam. Hätte sie geliebt, meine junge Freundin. Die Welt der Zauberei könnte nicht in besseren Händen sein. Ja. Oh Mann. Professor Fick. Ich habe den noch verdächtigt, der böse zu sein. Ist er jetzt gestorben?